Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story, Holzer Map am Tegernsee. So, ich muss mal gucken. Mit meinen gesamten Aufnahmedings. Ich bin ja immer noch am Sound rumbasteln. Und ich drehe das jetzt hier mal noch viel leiser runter. So, vielleicht. Ich werde es mal versuchen, ne, dass ich überhaupt nicht mehr in den Übersteuerbereich komme, weil das ist immer so ein bisschen mein Problem gewesen. Und dann werde ich das nachher nachträglich verstärken Schnittprogramm und gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Ja, ich habe das Mikrofon jetzt auch wieder ein bisschen weiter weggestellt von mir, ne? Normalerweise ist der Ton ja eigentlich besser, wenn ich das Mikrofon näher dran habe. Aber da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht ins Mikrofon reinschreie, weil das sonst gleich übersteuert. Und das wäre natürlich nicht die beste Idee. Deswegen habe ich es jetzt ein bisschen weiter weg wieder. Und ja, gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier wird. Folge Nummer 101, ne? Wir haben in der letzten Folge war das 100er Special, ne? Die 100. Folge haben wir dann ja viel auf dem 24.12. geschafft. Muss ich tatsächlich noch ein bisschen ein paar mehr Folgen rausbringen, dass das so geklappt hat. War auch gar nicht unbedingt so geplant. Aber als das dann so in etwa hingekommen ist, dachte ich mir, perfekt, das machen wir so. Und ja, jetzt sind wir in der 101. Die ist leider, ja, wieder ein spezieller Tag. Heute haben wir den 31.12. Es hat ein bisschen gedauert, natürlich diverse Gründe und Probleme. Ich habe mir aber auch tatsächlich ein bisschen Zeit einfach genommen. Weil ich habe ja vorher auf Weihnachten hin wahnsinnig viele Videos gemacht, wahnsinnig viel YouTube und auch modding-technisch einige Sachen im Hintergrund und so. Und ja, ich habe das tatsächlich einfach auch mal gebraucht, mal ein paar Tage nicht wirklich. Ich habe einen Livestream habe ich gemacht oder zwei in der Zwischenzeit und habe eine Erlengrad-Folge habe ich gemacht. Aber ansonsten haben wir ja jetzt über die Feiertage nicht wirklich was gemacht hier auf YouTube. Es tut mir leid, ne? Das ist ja gerade die Zeit, wo vielleicht viele Leute zum Gucken Zeit haben, aber ich habe einfach mal auch ein bisschen Zeit gebraucht. So, jetzt sind wir wieder zurück und die heutige Folge, ja, die in eigener Sache, wenn wir jetzt schon dabei sind, wird nicht ganz so lang, weil, ne, immer wieder zeitliche Frage. Wir haben es jetzt hier schon wieder kurz vor 3 Uhr am 31.12. und die Folge soll heute noch rauskommen. Ja, habe ich wieder wunderbar hingekriegt, aber ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaffe. Jedenfalls, die wird ein bisschen kürzer. Ich habe mir die Winde gekauft. Ne? Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, dass ich mir Winde kaufen gehe. Dachte ich, die passt da wunderbar hinten in den Pickup rein. Nee, so muss ich die jetzt aufladen. Ja, ihr seht das, ne? Die ist ein bisschen zu breit für den Pickup. Habe ich so nicht bedacht. Ich dachte, die passt da echt rein. Aber nö, ist ein bisschen breit. Hätte ich doch den Anhänger mitnehmen sollen. Und ja, ging aber auch so. Und da haben wir jetzt aufgeladen gekriegt. Jetzt muss ich sie nur wieder runterkriegen. Und ja, meine Frau ist gerade nicht da. Habe ich also schon mal keine Hilfe. Muss ich es irgendwie alleine hinkriegen. Wir haben jetzt erstmal den Eicher aus seinem kurzen Winterschlaf holen. Na, da steht er. Und ja, lassen wir vielleicht ein bisschen gleich die Kabel vorne dran und machen da ein paar Ketten rum und dann probieren wir das mal aus, ob das geht. So. Jawohl, Eicherchen startet immer. Ist klar. Warum soll der auch nicht starten? Nur, dass mit den Gängen klappt nicht immer. Eieiei. Ja, manchmal ist das Getriebe so ein bisschen, gerade wenn es kalt ist. Jetzt. So. Gerade wenn es kalt ist, möchte ich nicht immer so richtig. Aber das sind wir ja schon ein bisschen gewohnt. Das macht nichts. Vielleicht müssen wir mal das Getriebeöl austauschen, aber ich glaube, das haben wir schon mal gemacht und ist auch nicht so wirklich besser geworden. So, das gehört einfach dazu. So, wie gesagt, jetzt werden wir hier mal ein bisschen an Ketten anhängen und dann schauen wir mal, ob wir die da irgendwie runtergehieft kriegen. Und dann haben wir eine Seilwinde. Ne? Dann haben wir eine Seilwinde, mit der können wir dann tatsächlich im Wald gehen. Ja, freue ich mich sogar schon richtig drauf. Und ja, halt stopp. So. Sind das natürlich wieder nicht. Ah, das haben wir ja letztes Mal schon das Problem gehabt. Ja, jedes Mal, wenn ich jetzt hier eine Maustaste klicke, na, dann passiert das hier, dass jetzt hier alles irgendwie resettet und so. Ich weiß nicht, von welchem Mods das kommt. Jedes Mal, wenn ich G drücke, auch. Ich weiß, dass andere Leute das Problem auch haben. Manche Leute sagen, sie haben das Problem sogar im Standardspiel ohne Mods. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber dummerweise kriege ich jetzt den Frontlader nicht. Ach, ich weiß, warum ich den Frontlader nicht bewegt kriege, weil Manual Attach mal wieder. So. Manual Attach mal wieder ohne die Houses gestartet ist. Na, manchmal passiert das. Jetzt geht's wieder. Perfekt. Also gut. So. Gehen wir das mal hier hinhängen und gucken mal, ob wir die hier runterkriegen. So, ja. Das ging jetzt doch leichter als gedacht, aber ich musste die Kamera weglegen, weil ich muss ein paar Mal rauf und runter springen vom Flapper und habe ich keinen Bock gehabt, jedes Mal die Kamera beiseite zu legen und so. Habe ich gedacht, die lege ich weg. Na, wenn man nur alleine ist, ist das mal ein bisschen doof. Aber ja. Da steht das Ding nun und da könnt ihr es jetzt auch sehen, ne? Ihr seht es auch in meinem Kontostand, die war nicht günstig, ne? Die hat 4.500 gekostet, ist aber in einem wahnsinnig guten Zustand, ne? Ist in einem wahnsinnig guten Zustand, ist keine neue Winde, ne? Auch wenn sie ein bisschen den Eindruck machte, wurde aber überholt, ne? General überholt sozusagen, also ist tatsächlich jemand hergegangen, ne? Das Seil ist neu, zum Beispiel das Seil ist neu, ne? Die Lage in der Umlenkrolle sind neu. Und ja, eine neue Farbkleid hat es auch bekommen, weil die war natürlich nur so eine Winde, bleibt nicht lange schön, die wird sehr schnell verkratzt. Von daher, ja, ist an sich eine general überholte Winde. Ist natürlich trotzdem eine alte Winde, ist klar.
Aber ja, ihr seht das, ne? Die sind in einem guten Zustand. Ich vermute auch, dass hier ein paar Dinge vielleicht ein bisschen geschweißt wurden. Hier an diesen Dingen, die biegen ja gerne mal ein bisschen. Hier diese Ösen oder so, sieht alles gut aus. Von daher, aber mir soll direkt sein, dass sie funktioniert. Wir hatten sie vorgeführt beim Händler. Und ja, haben wir jetzt eine schöne Winde. Was ich jetzt hier mache, ist die direkt einfach mal hinten ranhängen. An diesen Eicher, wieso auch nicht. Und so, Handbremse sollte man lösen. Blumenkübel sollte man ganz lassen. So, wie gesagt, die hängen wir jetzt hier direkt mal hinten dran und ich weiß nicht, ob wir vielleicht heute gleich noch eine Runde in den Wald gehen und mal einen Baum ziehen versuchen. Hätte ich schon Bock drauf. Hätte ich jetzt eigentlich auch Zeit dafür. Aber, Problem ist, wir haben Schnee, ne? Also, nicht, dass ich mich da irgendwo festfahre, weil irgendwo eine nasse Stelle im Wald ist, wo ich nicht sehe. Das ist so ein bisschen Nachteil. Andererseits, wir haben schon relativ kalt, ne? So, relativ kaltes Fraglicht, so 3 bis 1 Grad. Ist jetzt vielleicht nicht die ideale Temperatur, beziehungsweise die ideale Temperatur zum Steckenbleiben eigentlich, ne? So, so, Fläche hat sie keine, okay. So, so sah das Ding jetzt aus. Perfekt. Na, wenn wir tatsächlich im Wald fahren wollten, sollten wir vielleicht unsere andere, wo sind die überhaupt, unsere andere Palettengabel. Wir fahren den hier mal ganz kurz an die Seite nochmal. So, schauen wir mal, ne? Ich glaube, die sehe jetzt ganz da hinten blöd, da kommen wir jetzt auch nicht dran, ne? Unsere breite Palettengabel für die Bäume. Ja, die haben wir hier dahinter. Da steht die. Müsste man die Sämaschine hier wegfahren. Ja, wobei wir die ja theoretisch könnten wir die hier rüberziehen, ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, die kann man ziehen, das funktioniert. Die rollt schön. So. Ja. Noch ein kleines Stückchen. So, oder? Ja, kommen wir doch jetzt hier hin. Jetzt können wir die Palettengabel da mitnehmen. Passt perfekt. Dann nehmen wir die gleich mit in den Wald, falls wir einen Baum aufladen wollen. Und eine Kettensäge nehmen wir auch mit. Dann fahren wir mal eine Runde in den Wald. Und gucken einfach mal, ne, was. Ja, ich war schon so lange nicht mehr drüben im Wald. Ne, wir haben ja diesen einen Baum, der da so komisch drinne hängt. Allerdings, wo ich neulich unten an der Wiese vorbeigefahren bin, da habe ich den gar nicht mehr gesehen. Jetzt frage ich mich, ob der vielleicht schon umgefallen ist. Ob der gar nicht mehr drin hängt. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ne, wir hatten dann ziemlich viel Wind teilweise. So, halt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich, genau. So, der Lem. Man mag das auch. Es ist schon sehr matschig, schneematschig, rutschig hier. Es ist nicht gefroren, es ist nicht das ideale Wetter zum in den Wald fahren. Könnte man sich durchaus auch festfahren. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Gucken einfach mal, wie weit wir kommen. So, man könnte theoretisch können wir den HW80 mitnehmen. Da könnte man was draufladen dann. Problem ist halt. So. Problem ist halt, dass der mit der Druckluftbremse, aber die ist eigentlich offen, die Bremse. Könnte theoretisch funktionieren, dass wir die direkt hinten an die Winde dran machen. Wäre natürlich eine Variante, dass wir den gleich mitnehmen in den Wald. Dann da einfach mal hinstellen. Da könnten wir vielleicht sogar gleich einen Baum aufladen. Wäre vielleicht ganz praktisch, ne? Ich glaube, das machen wir. Wenn wir schon in den Wald gehen, dann schaffen wir auch richtig was, obwohl ich eigentlich nur die Winde ausprobieren will. Aber, ja. Machen wir mal hier die Tore auf. Da ist unser HW80. Hab neulich einen gesehen, dann nochmal so ein HW80-Umbau als Forstumbau und hat auch einen einfach einen Rahmen drauf geschweißt. War tatsächlich ein bisschen verlockend, aber der wollte, glaube ich, 3.500 Euro dafür und das finde ich schon ein bisschen heftig. Ich meine, gut, der war vernünftig gemacht und auch neu lackiert und alles, also nicht keine alte Rostbude. Aber dennoch, sehr heftiger Preis für, na gut, ich meine, es ist ein Forstanhänger, ne? Forstanhänger sind eh teuer. Also so eine Art Rungenwagen war das ja dann. So, ne, das Gespann ist abfahrbereit. Ab in den Wald, ne, wir haben es ja zum Glück nicht weit, deswegen ist es auch halb so wild, dass wir jetzt ohne Bremsen am Anhänger fahren. Wir müssen ja nur da drüben rüber und dann ab in den Wald. Ne, unten auf der großen Straße fahre ich vielleicht nicht ohne Bremsen, da sollte ich dann eventuell den ZT dran machen. So. Na? Doch, passt, alles gut. Alles perfekt. Alles Paletti. So, ab zum Holz holen. Schon lange her, ne? Das ist schon ganz lange her, dass wir letztes Mal im Wald waren. Aber, ja, wird schon, hoffe ich mal. Auch alles voller Schnee hier. Also Schlepper voller Schnee. Wie gesagt, das ist auch temperaturmäßig ist das nicht so ideal. Wir haben jetzt halt tatsächlich
Also gerade plus gerade der Schnee schmilzt und ja, ne, das gibt so Matsch, das ist eigentlich überhaupt nicht gut, da in den Wald zu fahren. Es ist auch so, dass ich jetzt auch überhaupt den Weg gar nicht finde, ne, den wir da eigentlich normalerweise immer dahinter nehmen. Muss ich mal gucken, ne, der ist irgendwo hier rein. Geht da der Weg. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den dann überhaupt finde hier. Hier irgendwo muss da ein Weg reingehen. Ich finde den gar nicht. Alles zugewuchert hier. Ha. Ich glaube, wir machen uns einfach selber einen Weg. Hier ist so viel Gestrüpp. Da ist nicht so ideal. Irgendwo, wo ein bisschen weniger los ist. Fahren einfach mal hier rein, ne? Auch gleich mal Allrad an. So. Noch läuft, ne? Könnte mir schon vorstellen, dass hier der Weg war, aber ich meine eigentlich, der war weiter oben. Hier muss man gucken, da ist ein Baumstumpf oder sowas. Und hier seht ihr, geht es eigentlich so ein relativ gerade durch. Ist auch so eine gute Idee, war den Anhänger mit reinzunehmen, weiß ich auch nicht. Wir haben ja extra eine Winde, um die Bäume rauszuziehen, ne? War vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht fahren wir den Anhänger wieder raus. Wenn wir irgendwo umdrehen können. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Baum, das sehe ich schon mal. Ja, ich glaube, es ist eine bessere Idee, wir fahren den Anhänger wieder raus. Na, der hat so schmale Reifen, wenn wir da jetzt Bäume drauf tun, dann kriegen wir den nicht mehr raus. Ich glaube, das ist ja. So, hier können wir doch umdrehen, das sieht doch so aus wie hier. Ich meine auch, hier war so eine Art Wendeblatt, aber ich meine, der Weg ging eigentlich ursprünglich da oben entlang. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen verwirrt. Aber hier kann man jedenfalls sehr gut durchfahren. Ja, versuchen wir wieder rauszukommen. Jetzt geht es natürlich bergauf. Merkt man schon, dass man ein bisschen durchdreht hier. Also ja, es ist auf jeden Fall super, dass wir den Anhänger rausbringen, weil ich glaube, das wäre eine blöde Idee gewesen. So, wo kamen wir denn her? Kamen wir von da oben? Ne, wir kamen von hier, ne? Ja, wir bringen den Anhänger definitiv wieder raus und stellen ihn draußen hin. Eieieiei. So. Ja, hier sind wir reingekommen durch dieses Gestrüpp. Perfekt. Dass wir den Anhänger hier ein bisschen so an die Straßenseite hinstellen. Idealerweise so, dass wir den da hier durch das Gestrüpp beladen kriegen, ne? Aber ich weiß auch nicht. Ich denke mal, dass wir den Anhänger jetzt eh erstmal irgendwie ein bisschen beiseite und dann vielleicht mit der Seilwinde. So war es jetzt auch nicht gedacht, aber dann fahren wir jetzt hier mal ein bisschen dichter dran. Dann mit der Seilwinde die Bäume erstmal raus auf die Straße ziehen und das dann irgendwie. So, schauen wir mal. Ja, ich habe noch nie, ne, so hier mit Seilwinde oder sowas hier auf der Holz was gemacht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, na, wie das hier läuft. So, wir hatten ja damals, ne, wir hatten auch in Lost Park hatten wir eine Seilwinde gekauft am Ende, meine ich. Oder hatten wir die geliehen? Jedenfalls hatten wir mal eine. Boah, das ist schon so lange her irgendwie, ne? Ich kann mich echt nicht mehr so ganz erinnern, ob wir die gekauft oder geliehen hatten. Jedenfalls hatten wir eine Zeit lang mit einer Seilwinde gearbeitet. Das weiß ich, war auch so eine. Oder so eine ähnliche. Aber da hat man auch nicht so viel damit gemacht. Aber wir haben da bloß da in dem einen Wald so ein bisschen rausgezogen. Da haben wir an diesem, der große Hang da, ne, an dem großen Hang, da haben wir das Zeug herausgeräumt. Was waren da noch? Da hatten wir, glaube ich, irgendwie, waren wir unter Druck gestanden, dass es schnellstmöglich weg muss oder sowas. Und hatten da, ne, so ein paar Bäume gekauft, so einen ganzen Schlagraum. Irgendwie, der war in so einem Hang und wir hatten noch gar keine Ahnung, wie wir das Zeug wegkriegen sollten oder so. Irgend sowas war da, ich kann mich erinnern. Aber das war auch ziemlich stressig da über den Winter dann. Bin ich gar nicht mehr so ganz dabei. Aber da ist jedenfalls ein Baum. Ich würde mal sagen, wir hängen den einfach mal an und probieren den mal rauszuziehen. Na, da hinten ist es vielleicht auch, war ich jetzt hier nicht ganz hinten, sondern bleib mal hier. So. Und dann versuchen wir vielleicht mal hier zwischendurch einen Baum zu ziehen. So, das wäre doch was. So. Gas ein bisschen hoch. So, Lille. Halt.
Ist schon an. Ach so. Jetzt. Gut. Perfekt. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal lassen wir das, beziehungsweise wir sägen jetzt hier erstmal ein bisschen den Baum sauber, bevor wir den rausziehen. Vor allem da oben die Kronen. Müssen wir nicht alles mitschleppen hier. Alle. Grunde können wir das ja auch gleich im Wald lassen, hier diese Krone da. Und versuchen wir mal, ah, da hat es noch ein bisschen ein Ding hier. Hier auch. Den ganzen Baum da mal rauszuziehen. Als Ganzes, wobei ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem als Ganzes hier um die Kurve kommen, sonst müssen wir den mal in zwei Teile machen. Aber so, jetzt hängen wir hier das Seil ein. Ah! Hilfe. Wald los. Ah, perfekt. So. Tut sich nichts. Warum tut sich nichts? Ah. Langsame Winden geht nicht. Oder schnelle Winden geht. Okay. Vielleicht unsere Seilwinde doch ein bisschen nicht so super Zustand. So, versuchen wir mal, was wir den hier so rausgezogen kriegen, so im Ganzen. Natürlich nicht. Das hätte ich mir auch gedacht. Barren rein. Ne, keine Chance. So, gut. Ja, hätte ich mir eigentlich auch denken können, ne? Dass das so nicht funktioniert. Jetzt machen wir das hier mal so, dass wir hier... wie lang passt denn noch mein Anhänger? So ungefähr, ne? Machen wir mal ab. Dann vielleicht hier nochmal ab. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Dass wir jetzt mal in der hier nochmal ein Stückchen rausziehen. Vielleicht so. Jawohl. So. Und dann müssen wir die anderen auch herziehen. Und dann gucke ich jetzt einfach mal, dass wir jetzt den hier zuerst herziehen. Hoffen wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Jo, doch, das könnte gehen. Jawohl, perfekt. Sehr schön. So. Ja, das passt so, würde ich mal sagen. Und müssen wir noch den letzten hier rausziehen. So, und dann hängen wir die alle drei an den Schlepper dran und dann müsste das hoffentlich funktionieren. Oh, jetzt läuft er natürlich gerade auf den anderen zu. Ah, ne, jetzt kommt ab. Perfekt, das passt. Sehr schön nebeneinander, so. Ja, na, der Große könnte vielleicht den Sägewerk... Der hier ist schon ein bisschen krumm und das ist definitiv Brennholz. So, dann hängen wir jetzt hier einfach mal den Großen zuerst an und dann machen wir hier noch Ketten dran. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal... Ist es nicht passiert? So, dann versuchen wir jetzt einfach mal das hier rauszuziehen. Ah, dreht durch, aber es geht, ne? Es zieht.
Sieht zwar ein bisschen krumm hier alles, aber läuft. Muss ja nur irgendwie den Berg hochkommen hier. Natürlich mit der Sparre drinnen auch nicht so super, machen wir Sparre raus, aber das hilft auch nichts. Wir kommen hier nicht um die Kurven. Dann bräuchte man jetzt eine Lenkbremse hier. Gut, dann machen wir das mal so, dass wir hier erstmal das Seil wieder lösen. Und dann fahren wir jetzt hier um die Kurve. So hier um diesen jungen Baum rum. So. Dann winden wir das Ganze jetzt wieder rein. So eine Winde ist schon was Tolles, ne? Schon praktisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl. Schön anheben, dass Last auf die Hinterachse kommt. Mit dem kleinen Baum hier irgendwie vorbeikommen. Oh, arme Tür. Sparren reinmachen. Eieieiei. Also drüben ist eigentlich die Ausfahrt, wo wir raus wollten, ne? Da oben kommen wir nicht raus. Toll, jetzt stecken wir auch fest. Gut, wir stecken komplett fest. Ah, ne, jetzt geht nochmal. Aber eigentlich wollen wir darüber, ne? Ich glaube nicht, dass wir da oben rauskommen. Ja, jetzt fahren wir außerdem auch auf den Baum hier zu. Gut, dann müssen wir jetzt hier nochmal die Winde aufmachen. Dann gucken wir jetzt mal. Dann fahren wir mal hier rüber damit. So, Odele. Dann ziehen wir die mal hier raus. Ja. Und dann müssen wir die hier vorne irgendwie gerade ziehen, durch das Gebüsch hier durch. Dann könnte man die theoretisch irgendwie hier... Ah, ich weiß auch noch nicht so recht, wie wir die auf den Anhänger kriegen, ob wir da hier drin rumkutschieren können. Das könnte tatsächlich funktionieren, ne, wenn wir jetzt hier... So, dass wir alles abmachen. Das könnte funktionieren, ne, wenn wir jetzt hier durch dieses Gebüsch hier durch... an diesem Gebüsch hier vorbeikommen. Müsste man mal probieren. Wenn wir die jetzt hier erstmal hier... So... Die Sparren hier wieder aus, besser Kurve fahren können. Hier so ein bisschen runterschieben, dass wir vorbeikommen. So. Ja, das könnte klappen. Das könnte klappen. So, der Lem. Wenn man natürlich hier den allerlängsten hier, den lassen wir vielleicht erstmal. Der wird eh Brennholz, den können wir auch nochmal kleiner machen. Da haben wir ja nicht so ein riesen Theater damit. So. Der wird eh Brennholz. Badelem. Was auch denn, da gleich zwei aufladen auf einmal. Ah, wir müssen da nicht übertreiben gleich. Nehmen wir gleich erstmal einen mit. Haben auch kein so ein großes Heckgewicht durch die Winde. Ja, das funktioniert doch ganz wunderbar. Das funktioniert doch perfekt. Ha! Halt, stopp! Jetzt müssen wir nur rückwärts fahren anstatt vorwärts. Wie angegossen ist nicht unbedingt das richtige Wort, aber wie geplant, ne? 1A. So. Wahrscheinlich alles Brennholz bis auf den dicken, das sieht ja auch sehr nach Brennholz aus. So, dann packen wir mal noch den dicken drauf. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob wir den gehoben kriegen. Ja,
das geht. Jetzt drehen wir aber schon ein bisschen durch hier auf der Hinterrad, auf der Hinterachse. Der arme Eichhörner, die Vorderachse muss jetzt wieder ganz schön was leisten. Ja, die hat man schon mal kaputt, die Vorderachse. So, fahren wir mal ein bisschen gegen den Baum, dass wir den hier gerade gezogen kriegen. Perfekt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da vorbeikommen. Also den schön lang hier auf den Anhänger drauf kriegen. Wir haben auch ein bisschen einseitig geladen hier, ne? Der fällt jetzt hier schon ein bisschen runter. Ah, wir kriegen den nicht mehr drauf. Nope, das wird nix. Das wird nix. So, dann müssen wir nochmal neu aufgabeln hier. Ich glaube, jetzt könnte es was werden. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt auf dem Anhänger drauf bleibt, so. Oder ob da, naja doch, mit dem dicken Ende nach vorne müsste eigentlich schon klappen, dass das schwere Ende auf dem Anhänger ist. Und dass er nicht hinten überkippt. Jopp, klappt, perfekt. So, damit sind wir natürlich deutlich in Überlänge, hängen wir ein schönes Fähnchen hinten dran, dann klappt das schon. So, und daher kommt jetzt natürlich Brennholz, der Kleine. Der kommt jetzt auch noch dazu. So, Dille. Stopp. Ein bisschen krumm hier, ja, das dachte ich mir schon fast. Der ist hier nicht so richtig. Versuchen wir, den noch ein bisschen hier drauf zu schieben wieder. Ja, perfekt. So, na, Waldarbeit ist auch immer Handarbeit, seit wenn man mit dem Schlepper unterwegs ist. Hilft nichts. Da muss man mal trotzdem nachhelfen. So, bei denen jetzt hier noch irgendwie dazu geschmissen kriegen. Perfekt. So, theoretisch haben wir jetzt hier schon voll eigentlich, beziehungsweise da müssen wir jetzt nicht nochmal einen aufladen, aber wir laden jetzt nochmal einen Baum auf, beziehungsweise ich habe da hinten ja noch einen gesehen. Ich glaube fast, das ist der, der ursprünglich da mal gerade drin hing. Und ne, da in den Bäumen, der jetzt vollends umgefallen ist. Den werden wir uns jetzt noch schnappen und holen. Ich würde mal sagen, wir machen eine Zeitrafferaufnahme davon. Viel Spaß damit. Bis gleich. Ja, da hätten wir jetzt hier die Bäume hochgezogen und ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir noch Meter damit schaffen oder nicht. Ich denke mal, so groß und ganz können wir die hier so in etwa liegen lassen und dann versuchen wir die jetzt mal auch von uns aufzuladen. So, perfekt. Und ja, dann müssen wir auch gucken, dass wir Feierabend machen, es wird schon dunkel. Und das wollen wir voll ins Gebüsch rein, aber als ob der Eichhörner eh schon genug Kratzer hätte. Was wollte ich sagen? Genau, ne, es wird schon dunkel. Und na, es ist im Wald bei Nacht ist es nicht so unbedingt so toll. Und der Eichhörner ist auch nicht die allerbesten Scheinwerfer für den Zweck. Von daher, ja, na, der Front macht wirft sehr viel Schatten auf den Frontlader. So, gleich zwei Bäume. Oh weia. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Doch, das schafft er sogar. Es sind leichter als ich dachte, die Bäume, aber gut, die liegen jetzt auch schon eine Weile, ne? Die sind so ein bisschen getrocknet. Sind auch nicht im besten Zustand, wie man sieht, die Bäume. Ne? Die haben fällt relativ viel Rinde schon.
Von daher, ja, ich glaube, die war in dem stehenden Zustand schon ein bisschen ausgetrocknet. Das ist nur die Frage, wie wir das hier wohl idealerweise hier drauf kriegen. Und dass das hinten runter purzelt. Ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja. Stopp. Ah, doch, das geht gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt den anderen noch davor liegen können, dann wird es eigentlich schon perfekt passen. Dann wird es eigentlich schon reichen. Mehr brauchen wir gar nicht. Ne? Dann hätten wir richtig gut geladen hier. Boah, wir müssen ja daheim eh wieder aussortieren. Ne? Wir müssen daheim aussortieren, dass wir die das Langholz quasi ins Sägewerk fahren, dass wir halt ne, sägen lassen wollen. Oder zum Sägen verkaufen. Und das andere, was Brennholz ist, ne, das muss man separat klein sägen oder entweder als Brennholz verkaufen. Manches davon können wir auch selber behalten. Von daher. Ja, muss ich jetzt mal gucken, ne, dass der Anhänger hier, da muss es nicht so super geladen sein. Wir müssen damit nicht auf die große Straße, wir müssen damit nur hoch zum Hof kommen. Und ja, das denke ich mal, schaffen wir damit. Auf alle Fälle. So. Na? Fall runter, jawohl. So. Bisschen rückwärts. Ja, ja, doch, das passt. Da machen wir einen Gurt drumherum, das passt. Komm, das lassen wir gut sein. Das haut so hin. Ja, gucken wir, dass wir vorhin die Deichsatz hier irgendwie ein bisschen rübergezogen durch unsere ganze Hin- und Hergedönse. So, dele. Machen wir mal hier so ein bisschen über das Gestrüpp dran und versuchen die da wieder gerade zu kriegen. Und erstmal werfen wir aber Gurte drüber. So. Ah, super, der hier will nicht so recht. Ah, nee, das ist nicht so ideal so. Den machen wir nochmal weg. Und packen wir den mal ein bisschen, schieben den, versuchen den ein bisschen ranzuschieben. Ah, klasse, jetzt ist er runtergefallen. Hast du super gemacht. Hast du super gemacht. Ah. Und wenn wir nochmal drauf schmeißen. Macht nix. Wird ja nur so halb dunkel. Eieiei. Ei, ei. Kann auch schon mal alle Lichter anmachen. Da sehen wir ein bisschen was wenigstens. Weil das Problem ist halt immer, wenn man ganz ohne Licht unterwegs ist, dann gewöhnt sich die Augen, gewöhnt sich so ein bisschen an die Dunkelheit und man sieht einiges. Wenn man Licht anschaltet, dann sieht man da, wo das Licht hin zeigt ganz viel. Aber da, wo kein Licht hin zeigt, da sieht man dann überhaupt nichts, weil die Augen sich dann ja wieder an die Helligkeit gewöhnen. Und ja, deswegen ist das immer so eine Sache. Ne? Bei einem Zeitpunkt soll man Licht... Nein! Ja, 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 super gemacht! Eieiei, ei, ei. Gut, denn da hinten kriegen wir es nicht wieder aufgeladen. Und der Anhänger steht jetzt auch gefährlich schief. Ne? Der Drehschemel vorne hat sich deutlich geneigt. Und jetzt sind die Ballen, sage ich schon, Stämme alle so ein bisschen in die Richtung gerutscht. Eieieiei. Versuchen wir jetzt da irgendwie ein bisschen drauf zu schieben. Und dann, ich glaube, den langen müssen wir jetzt hier erstmal über Nacht hier lassen, weil wenn ich jetzt den Anhänger wegfahre. So, hinten noch ein bisschen dran schieben. Fast ein bisschen verschätzt. Noch ein bisschen verschätzt. Da. Nicht vorne wieder runterfallen. Ich glaube, das passt so. Ne? Wie gesagt, wenn wir den, ich glaube, den dicken lassen wir jetzt erstmal über Nacht so liegen, weil wenn ich den Anhänger jetzt erstmal hier. Oh wei, jetzt kriegt den Anhänger noch schwieriger hier weg. Oh wei, oh wei. So, jetzt werfen wir erstmal ein paar Gurte drüber. Hier der ganze Krempel hier halbwegs drauf bleibt. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Anhänger da wieder rauskriegen. Das wird gar nicht so einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Wir müssen jetzt fast da drüben reinfahren in den Wald, um den rauszukriegen. Ja, so müssen wir das jetzt machen. Müssen wir gucken, dass wir irgendwo an dem dicken Stamm hier vorbeikommen. Was auch eigentlich fast unmöglich ist. Eieieiei, das haben wir wieder richtig schön verbockt hier, ne? Mal gespannt. Mit dem Hinterrad müssen wir an diesem Stamm vorbeikommen, ne? Dann klappt das alles. Ja, doch, so funktioniert das. Oh, halt. Oh, jetzt fahren wir das Gespann erstmal so heim, ne? Den Ding, den lassen wir jetzt liegen, sonst muss ich jetzt ja nochmal abhängen und nochmal aufladen, nachher fällt wieder eine runter. Ist halt, wenn man keine Rungen hat, ist das nicht so einfach, ne? Das ist nicht so einfach, die Bäume dann drauf liegen zu haben, sodass die auch drauf bleiben. Aber ich glaube, das geht jetzt so. So fahren wir jetzt gemütlich heim. Und dann machen wir Feierabend, laden wir daheim bei Tageslicht morgen ab. Und holen dann den anderen Stamm noch, beziehungsweise wir holen dann noch mehr Bäume aus dem Wald. So, jetzt können wir auch endlich mal wieder die Tür zumachen. Die ganze Zeit war es ja auf, weil ich eh ständig aus- und einsteigen habe müssen.
Ja, es ist natürlich sehr kalt jetzt in der Kabine, aber macht nichts. Ich bin gut warm angezogen. Wie gesagt, wenn man, selbst wenn man mit Maschinen im Wald ist, man muss halt doch viel, ne, absteigen von Hand. Es ist immer so. Aber die Seilwinde funktioniert soweit. Na, wie gesagt, das langsame Wind, der hat im Grunde die zwei Windegeschwindigkeiten und eine von den beiden funktioniert nicht. Da kann natürlich sein, dass nur die Fernsteuerung kaputt ist oder so. Müssen wir mal schauen. Aber ja, das schnelle Winden hat ja zum Glück funktioniert. Wir haben ja keine so großen Bäume. Und von daher, ja, bin ich an sich im Großen und Ganzen relativ zufrieden. Läuft, wie es größtenteils laufen soll, hat gewindet. Von daher, ja, kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel meckern. Ich meine, war natürlich ein Haufen Geld, aber ja, wer Wald hat, der muss sich halt auch drum kümmern. Und entsprechend, ohne Winde kommen wir da nicht wirklich weit. So, ich habe noch Sandgas drin. Ich wundere mich gerade, warum der Schlepper so viel zieht, obwohl ich auf die Bremse trete. Eieieiei. Ja. So, und wie gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal alles so stehen, wie es ist. Und ja, laden dann morgen ab. Würde ich mal sagen, vielleicht stellen wir es auch gleich hier unten hin. Dann kann ich euch nämlich nochmal was zeigen. Ja, doch, wir stellen hier einfach mal hier unten quer hin. So. Jetzt muss ich auch gerade mal gucken. Nicht, dass wir den Schlepper heute noch brauchen, zum bei den Viechern was reinschmeißen. Wäre natürlich jetzt auch äußerst ungünstig. Außerdem, so. Natürlich auch äußerst ungünstig. Lassen wir alles gerade mal so kurz stehen. Ja, ne, was ich sagen wollte oder was ich zeigen wollte, unser Miststreuer ist wieder gekommen. Ne? Der hat mir ausgeliehen und die hatten den ja vor 2 Wochen ausgeliehen und ist sogar ist ein bisschen länger weg gewesen, aber ich habe ihn jetzt auch nicht mehr gebraucht, weil das Wetter hat jetzt nicht mehr mitgespielt. Ich kann es nicht mehr streuen. Wir müssen warten. Es ist auch, ich habe ja gefragt, ne, es ist Sparfrist, ist tatsächlich vom 15. Dezember bis 15. Januar. Manche haben gesagt vom 1. Dezember bis zum 15. Januar, manche haben gesagt vom 15. Dezember bis zum 30. Januar. Jedenfalls über den Winter ist so 4 bis 6 Wochen mindestens Sparfrist für Mist. Und ja, da sind wir jetzt angekommen. Also wir sind jetzt in der Sparfrist. Wir können jetzt erstmal nicht mehr streuen. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Wochen warten. Jetzt ist aber ja auch eh Schnee. Ne? Jetzt haben wir eine geschlossene Schneedecke. Die schmilzt auch jetzt gerade nicht mehr weg. Von daher dann hat sich das sowieso erledigt. Ja, was ich sagen wollte. Ne? Hier, der Streuer ist wieder da. Haben wir wieder den Miststreuer. Alles gut gegangen. Das Ding sieht auch noch in Ordnung aus. Ist nicht kaputt gegangen. Aber ja, das Ärgernis ist natürlich trotzdem gewesen so. Ja, ich denke, ne, die haben jetzt heute schon das letzte Ballenzeug gefüttert, was hier stand. Wir müssen morgen früh dann auf jeden Fall eine neue Ballen hier runterfahren. Wir fahren ja immer alle 2 Tage ungefähr, fahren wir Ballen runter an die Futterstellen und von diesen Ballen wird dann eben mit der Gabel von Hand gefüttert. Und ja, ihr seht das, ne, wir haben jetzt hier frisches Futter in beiden Stellen. Das heißt, ne, der Rest hat wohl meine Frau gerade reingetan, aber es sind keine frischen Ballen mehr hier. Das heißt, wir müssen dann morgen früh wieder Ballen runterfahren. Machen wir dann. Morgen früh, wenn wir dann eh den Wagen abladen, beziehungsweise erst laden wir den Wagen ab, dann hängen wir um auf die Ballengabel, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt fahre ich noch schnell mein Auto vielleicht auch mal hier ins Trockene. Ne? Wir haben jetzt ja immer Eis und Schnee und sowas. Da muss ich morgen nicht kratzen, falls ich morgen früh weg muss. Na, am Schlepper muss ich dummerweise dann vielleicht kratzen. Das steht jetzt halt nicht unten. Aber ich habe jetzt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine große Lust, das ganze Gespann abzukoppeln. Schleppe hier oben reinzustellen. Ich weiß, das ist keine gute Idee, ne, bei dem Wetter. Sollte der Schlepper ruhig in der Scheune stehen, aber. Ja, ich bin auch wirklich platt heute, ne? Das war trotz allem ein langer Tag, ne? Wir haben viel rumgeräumt, aufgeräumt, die Fahrt zum die Winde holen und so weiter. Es ist noch nicht so spät, aber es wird schon dunkel und irgendwie ist das dann immer so. Was ich sagen wollte, bevor ich einen Anruf gekriegt habe, ne, dann ist es immer so, dass man halt irgendwie relativ früh müde wird. Ich gehe jetzt mal rein und esse was, weil ich komme dann nochmal die Energie ein bisschen. Und vielleicht werde ich dann nochmal hier ein bisschen umräumen, aber ich mache schon mal die Tore zu. Es ist ja nicht so, dass ich nicht, ne, wir haben jetzt auch ein bisschen Büroarbeit zu tun, ein bisschen Planungsarbeit und so weiter, wegen, ne, wie wir jetzt hier weitermachen und ja, ein bisschen solche Dinge. Von daher, ach, da ist unser schöner Flug. Da ist unser schöner Flug, den würde ich auch gerne mal einsetzen. So, machen wir mal die Klappe zu. Und ja, ich würde mal sagen, diese Folge hier, diese Stelle, habe ich ja gesagt, ist heute ein bisschen kürzer, es tut mir leid. Die nächste wird wieder länger. Ja, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und.